Ursprünglich hatte das spektakuläre Mars-One-Projekt mal das Ziel, schon im Jahr 2022 Menschen auf dem Mars siedeln zu lassen. Jeder konnte sich bewerben und es gab einen riesigen Medienhype. Das Krasse, laut Plan werden die Astronautinnen und Astronauten nie wieder zur Erde zurückkehren, sondern ihr ganzes Leben auf dem Mars verbringen. Doch der Zeitplan wurde immer weiter nach hinten geschoben und lange war es ruhig um Mars-One. Doch wie ist eigentlich der aktuelle Stand der Mission? Ihr habt euch dieses Thema auf WhatsApp gewünscht. Wie ihr übrigens zu WhatsApp kommt, das erfahrt ihr am Ende des Videos und bekommt jetzt alle wichtigen Facts zum Thema. Herzlich willkommen bei Klicks um Science and Fiction. Ja, wir berichten hier ja immer wieder über die Pläne privater Raumfahrtunternehmen, Menschen auf den Mars zu schicken. Denn das Ganze ist einfach ein richtig krasses Dauerbrenner-Thema und super spannend. Und es wird früher oder später Realität. Elon Musk beispielsweise mit seiner Firma SpaceX. Seine Rakete namens Big Falcon Rocket oder Big Fucking Rocket soll bereits 2024 Menschen zum Mars schießen. Bis zu 200 Menschen gleichzeitig will er mit dieser Rakete zum Mars schicken können. Außerdem gibt es ja noch das Mars Direct Project von Robert Zubrin. Hier sollen zunächst mal nur 4 Leute auf den Mars geschafft werden, um dort Stationen und andere Überlebensmöglichkeiten zu installieren. Heute geht es hier um die Pläne des niederländischen Unternehmens Bas Lanstrop und die sind wirklich groß. Mehrere tausend Bewerbungen waren zusammengekommen, angeblich. 2015 gab es dann eine erste Vorauswahl. Seitdem stehen 100 Bewerber auf der Liste, von denen am Ende tatsächlich 40 Astronautinnen und Astronauten für immer eine Marskolonisation bilden sollen. Die Castings sind wohl nicht ohne. Physische und psychische Tests sind zu absolvieren. Zudem gibt es auch eine exakte Kopie der Marsstation, in der sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihr vielleicht zukünftiges Leben vorbereiten können. Der nunmehr aktualisierte Plan von Bas Lanstrop sieht so aus. Im Jahr 2031 sollen die ersten 4 Siedler zum Mars aufbrechen und ihr könnt es euch schon denken, das One-Way-Ticket bedeutet keinesfalls den Start einer schönen Luxusreise mit 5 Sternen, denn erst einmal auf dem Mars angekommen, werden die Siedler bestimmt keine Langeweile haben. Die To-Do-Liste ist lang. Zunächst einmal sollen sich die Astronautinnen um ihr Zuhause kümmern und die Siedlung bauen. Solarmodule müssen installiert werden und Gewächshäuser gebaut werden. Das Essen will geerntet und zubereitet werden. Dazu heißt es auf der Website von Mars One: Unser Ziel ist es, den Teilnehmern zu ermöglichen, einen Raum von 10 Metern Breite und 50 Metern Länge zu bauen, also eine großzügige Umgebung, in der man leben kann und wo man auch Bäume anpflanzen kann. Das wird den Mars zu einem viel schöneren Ort zum Leben machen. Wenn diese Basis erst einmal steht, soll dann vor allem geforscht werden. Wie hat sich der Mars wohl entwickelt? Gibt es dort Leben? Die Astronautinnen und Astronauten sollen selbst forschen, aber außerdem auch Daten sammeln, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Erde auswerten können. Natürlich gibt es aber auch Zeiten zum Entspannen. Lesen, malen, Sport oder aber das Internet nutzen, um Freunde und Familie zu Hause zu kontaktieren. Oder aber Filme anfordern, die dann über einen Server auf den Mars hochgeladen werden. Bestimmte Websites werden tatsächlich ständig auf dem Mars-Webserver aktualisiert. Andere brauchen, Achtung, bis zu 44 Minuten. Wenn die Siedlung immer größer wird, müssen die Astronautinnen und Astronauten sich auf eine Art Gesellschaftssystem einigen. Wie sind die Hierarchien und wie können Entscheidungsprozesse fair und vernünftig ablaufen? Das alles klingt jetzt erstmal ziemlich entspannt, aber Mars One sagt selbst, dass solch eine Reise keinesfalls risikolos ist. Es könnte nicht nur Probleme und Unfälle bei Start und Landung geben, sondern auch beim Eintritt in die Mars-Atmosphäre. Dazu Mars One in einer offiziellen Stellungnahme. Mars One wird alle möglichen Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass die Mission so sicher wie möglich ist. Wenn man unsere Mission allerdings mit der ersten Mondmission 1969 vergleicht, wird schnell klar, dass diese Mission viel sicherer ist. Ja, so soll die Rakete mehrmals unbemannt getestet werden. Zudem sollen Kapseln bereits vor Missionsstart den Eintritt in die Atmosphäre simulieren. Doch warum genau hat sich das Projekt den Mars und nicht einen anderen Planeten ausgesucht? Wir haben ja hier schon öfter darüber berichtet, der Mars ist aus verschiedenen Gründen tatsächlich ein Planet, auf dem man sich Leben theoretisch vorstellen kann. Beispielsweise hat er zumindest eine dünne Atmosphäre, die vor kosmischer Strahlung schützt. Zum anderen sind dort die Temperaturen hinnehmbar und es gibt genug Sonnenlicht, das man nutzen könnte. Zudem ist der Tag-Nacht-Rhythmus auf dem Mars dem der Erde sehr ähnlich. Ein Tag auf diesem Planeten dauert 24 Stunden, 39 Minuten und 35 Sekunden, also fast so wie hier auf der Erde. Natürlich können Menschen nicht einfach so ohne technische Hilfsmittel hierhin umziehen, aber um es in Worten von Mars One zu sagen:
Im Vergleich zur Venus ist der Mars ein Paradies. Vor kurzem hat der Chef des Unternehmens in einem Interview im Independent auch von anderen dauerhaften Siedlungen außerhalb der Erde gesprochen. Demnach kann er sich auch Missionen zu den Jupitermonden und der Venus vorstellen. Aber zurück zum Mars. Laut dem aktuellen Fahrplan auf der Mars One Website steht die nächste Etappe im Jahr 2022 an. Dann soll eine Art Demo-Mission zum Mars starten. Mit dabei unter anderem eine Kamera, um einen Videostream zu installieren. Zudem soll ein Experiment zeigen, dass Wasser einfach aus dem Marsboden gewonnen werden kann. Und ein Experiment mit Solarpanelen soll zeigen, dass ausreichend erneuerbare Energie für die Siedlung bereitgestellt werden kann. 4 Jahre später, also 2026, sieht der Fahrplan vor, einen ersten Rover zum Mars zu bringen. Er soll dann den besten Ort für die Siedlung herausfinden. 2029 sollen dann laut Plan 6 Frachtmissionen starten, unter anderem mit einem zweiten Rover, 2 Wohneinheiten und einer Versorgungseinheit. Nachdem dann 2030 die Außenposten die Ankunft der ersten Crew im Detail vorbereitet haben, soll die erste Crew 2031 dann zum Mars abheben und 2032 auf dem Roten Riesen eintreffen. Die Besatzung wird sicherlich bis zu 48 Stunden brauchen, um sich an die Schwerkraft zu gewöhnen. Schließlich waren sie die letzten 6 bis 8 Monate im Weltraum unterwegs. Das alles steht aber noch in den Sternen. Denn wie bereits gesagt, wurden die Deadlines bereits mehrfach weit nach hinten geschoben. Finanziert werden soll das Ganze ja übrigens auch durch die Rechte an einer Fernsehsendung, die dann das Leben der Leute auf die Erde überträgt. Big Brother auf dem Mars also. Der Deal mit einer holländischen Fernsehfirma, der ist allerdings geplatzt. Jetzt hofft man auf Sponsoren. Ja, viele Kritiker sind schon lange davon überzeugt, dass das Projekt lieber in Hollywood stattfinden sollte. Unseren heutigen Technologien seien noch lange nicht so weit, so das Argument vieler Weltraumexpertinnen und Experten. Und der Plan ist tatsächlich, nur bereits vorhandene Technik einzusetzen, um sich kostspielige Neuentwicklungen zu sparen. Und ja, wir haben zwar schon einige Roboter zum Mars gebracht oder eben auch den NAS-Rover Curiosity im Jahr 2012, aber ein Roboter ist noch lange keine Crew aus Astronautinnen und Astronauten. Denn bei bemannten Flügen gelten zu Recht viel strengere Sicherheitsanforderungen. Sowohl der Start, die mehrmonatige Reise als auch die Landung müssen sicher abzuwickeln sein. Das alles braucht vor allem starke Nerven und auch die Psychologie könnte hier eine entscheidende Rolle spielen. Das zeigen Isolationsexperimente. Wie soll die Crew zusammenhalten, wenn sie ausschließlich aus Leuten besteht, die, egal um welchen Preis, einfach Ruhm und Ehre kassieren wollen? Als erste Menschen auf dem Mars in die Geschichte eingehen wollen und dabei den Tod immer im Nacken sitzen haben. Weltraumexpertinnen wie ein Forschungsteam vom renommierten Massachusetts Institute of Technology, MIT, sehen vor allem die dünne Atmosphäre und die Sauerstoffkonzentration als einen deutlich einschränkenden Faktor. Dazu sagt Oliver DeWeck, Forscher vom MIT: Wir sagen nicht schwarz und weiß, Mars One ist undurchführbar, aber unter den Ausgangsvoraussetzungen, die derzeit gegeben sind, ist das alles nicht realistisch. Ja, dazu kommen noch viele weitere medizinische und technische Probleme und so gibt es Schätzungen, dass die Chance, nach 3 Monaten auf dem Mars noch zu leben, bei weniger Achtung als 20% liegen. Ja, wenn ihr als erstes Neues zum Thema Marsbesiedlung und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an, dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video, garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicksum mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und damit entscheiden, was hier auf dem Kanal passiert. Ja, einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau vergessen. Hier geht es weiter und dafür auch draufklicken. 1000 Raketen zum Mars. Da hat Elon Musk seine Finger im Spiel. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.